Melissa McCarthy hast du oder synchronisierst du ja schon seit unzähligen Filmen. Angefangen hat es, glaube ich, bei Gilmore Girls. Rein äußerlich haben wir ja nichts gemeint, auch stimmlich haben wir nichts gemeint. Aber ich glaube, es ist ganz oft, und das ist eben auch nicht zu unterschätzen, es ist ja meine Energiefrage, weshalb du eine Rolle angeboten bekommst. Wie klingt die McCarthy im Original? Naja, nicht so kratzig wie ich und eher höher. Ich habe sie damals in Gilmore Girl auch noch viel mehr gekiekst. Das haben wir dann irgendwann auch bei Mike und Molly unter der Regie von Lissy von Molo. Die hat gesagt, lass das bitte, wir gehen jetzt mal einfach so an deinen normalen Ton und das ist ja sowieso schon Sitcom und da müssen wir nicht auch noch einen oben drauf geben, was mir sehr, sehr entgegengekommen ist. Und ich meine, sie ist genau wie Chandra Wilson in Grey's Anatomy eine echte Herausforderung jedes Mal, weil sie halt sehr viel spricht, sehr schnell spricht, aber naja, ich meine. Liegt dir das Schnellsprechen? Oder ist das eher so ein Ding, wo du sagst, ah, oh Mist, das ist gar nicht so mein Ding? Doch, doch, es liegt mir total. Ja, ja, es ist voll, mein Ding, ja. Es ist auch immer noch einfach herrlich. Also ich lasse auch lieber zwei Takes zusammenhängen, wenn die irgendwie mitten im Satz oder so wird ja manchmal so getaked, dann sage ich, nee, bitte alles zusammen. Dann habe ich meinetwegen lieber einen Sechs- oder einen Achtzeiler sogar, als dass es ja abgehackt klingt. Mhm. Na, Miranda Bailey hat sich ja total geändert. Also am Anfang, ich meine, es ist ja wirklich der Hammer. Wir machen das jetzt dann bald in der 18. Staffel. Also ich meine, wir werden damit in Rente gehen, wenn es so weitergeht. Und es sind nur noch drei Leute vom Anfang-Cast dabei. Nur noch Richard, Meredith und Dr. Bailey. Alle anderen sind mittlerweile ausgestiegen oder was auch immer, gestorben, wie auch. Also jetzt nicht im wahren Leben natürlich. Und was Chandra Wilson ausmacht, ist, also es war früher für mich echt herausfordernd, weil sie eben, sie war ja so eine Art Feldwebel, sie hat ja wirklich total so bam, bam, bam ihre Sachen rausgehauen, war, hieß ja auch der Nazi und das hat sich total geändert, sie ist ganz weich geworden, ist ja auch mit ihrem Mann ganz glücklich und hatte ja auch schon einen Herzinfarkt und so und ist ganz ganz geläutert und immer noch sehr emotional und das liegt mir natürlich total. Also das ist einfach, wenn sie die Sachen angeht, dann will sie das auch durchsetzen, was sie sich so in ihren Kopf setzt. Das entspricht mir einfach total. Seit Star Trek, Raumschiff Voyager, die hast du gesprochen in der Serie 1995 bis 2001. Und zwar bist du da die deutsche Stimme von Seven of Nine, einer Borg und Mitglied der Voyager. Wie war das, die 2020 wieder zu sprechen in Picard? Großartig. Aber ich habe sie ja zwischendurch natürlich auch in anderen Rollen gesprochen. Ne? Aber Star Trek, yes, ja, in dem Setting zurück zu sein, hat mir ja große Jerry Freude. Ryan ja. ist die Schauspielerin. Genau. Ne? Genau. Was bedeutet dir die Rolle? Ach du, ich glaube, ich habe für keinen anderen, außer vielleicht jetzt für Melissa oder nee, auch für Chandra Wilson, so viele Fans wie für Jerry Ryan gehabt bisher. Und das bedeutet mir natürlich total viel, weil ich das richtig schön finde, so eine Kultfigur zu sprechen. Ist doch mega. Ist wirklich großartig. Und dass ich etwas machen kann, was ich wirklich am allerliebsten mache. Ich verdiene mit Quatschen mein Geld. Ich meine, das ist meine Lieblingsbeschäftigung. Ist doch großartig.